Willkommen bei Unravel 2, ein sehr schönes, sympathisches Zwei-Spieler-Koop-Spiel. Man kann es auch alleine spielen. Dann spielt man halt beide Charaktere, die ihr jetzt gleich sehen werdet, alleine und muss immer zwischen denen dann hin und her wechseln. Aber zu zweit macht es natürlich auch ein kleines bisschen mehr Spaß, wobei ich euch trotzdem auch empfehlen würde, mal in die quasi Einzelspieler-Variante reinzuschauen. Bei mir mit dabei ist wieder der Chris. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Wir drücken eine beliebige Taste. Wir haben schon mal den Speicherplatz 1 belegt, um das Ganze zu testen. Aber das überschreiben wir jetzt, weil ich möchte euch das Intro ja nicht vorenthalten. Kapitel 1. Zu neuen Ufern, in dem wir alles verlieren, aber wieder von vorn beginnen. Und da wachen wir an der Küste wieder auf, nachdem unsere, nennen wir es mal, Nabelschnur gerissen ist und wir die Verbindung zu unserem Schiff verloren haben und beginnen das Spiel. Na, wer kommt denn da noch mit raus? Das ist doch nicht etwa noch ein blaues Ich, was wir spielen? Es ist magisch. Wunderschön. Ein rotes Wollknäuel und ein blaues Wollknäuel. Wunderschön. Und ein goldenes, ich weiß es nicht, was es ist. Aber es fliegt und es zeigt uns, wo wir hinwollen. Und damit sind wir auch schon da. Wechsel zwischen den Spielercharakteren, indem du Y drückst. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach wechseln. Das wäre quasi die Einzelspieler-Variante. Man kann auch, wenn man hier gedrückt hält zum Beispiel, kann man zusammen durchlaufen. Aber wir wollen ja zusammen spielen. Eigentlich ist es ein lokaler Koop. Das heißt, ihr müsst am selben Computer sein, um spielen zu können. Aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt und es gibt einen tollen Service, der nennt sich Parsec Gaming. Das verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr über diesen Service, da müsst ihr euch einen Client runterladen, das, was ihr spielt, an einen Kumpel, an einen Freund, an eine Freundin streamen. Und der andere Spieler kann dann einfach auch die Steuerung benutzen, lässt sich dann noch ein bisschen einstellen. Ist auf der Seite alles ganz gut erklärt. Ich schreibe, denke ich, bei uns im Forum auch nochmal was dazu auf Deutsch, weil die Seite auf Englisch ist. Und der Chris, der sitzt bei sich zu Hause und kann ganz normal, also er sieht das, was ich sehe, und kann mit seiner Tastatur absolut lagfrei eigentlich seinen Charakter dann mitsteuern und zusammen mit mir hier spielen, obwohl wir nicht am selben Computer sind. Finde ich eigentlich eine sehr coole Sache, gerade für so kleine Koop-Spiele durchaus interessant. Für grafikaufwendigere Spiele vielleicht nicht so sehr geeignet. Und es kommt doch immer auf die Leistung vom PC an, den ihr dann nutzt. Von dem aus ihr streamt und auf eure Internetleistung natürlich ein bisschen. Ne? Also wie schnell könnt ihr was hochladen, weil darauf kommt es natürlich an, wie gut euer Gegenüber das Ganze dann sieht. So, dann, Chris, folge mir nach, häng dich an meine Nabelschnur. Manche Objekte können geschoben werden, ich schieb mal. Ich bin mal so nett. Ja, oh, toll. Um einige Herausforderungen zu meistern, musst du kooperieren. Hilf mal schieben. Nicht? Warte mal. Oder schiebst du? Ich. Ah.
Ja. Stell dich dicht neben den anderen Spielercharakter und halt Y gedrückt, um mitgenommen zu werden. Geh weg. Nehm dich nicht mit. Hängst du? Hast du dich wirklich? Ja. Du bist aber auch hier. Das nennt sich übrigens Rucksacktourismus, ja? Ja, von mir aus. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, da sind mehr noch so Fäden. Im Menü kannst du das Erscheinungsbild deines Spielercharakters ändern. Okay. Wollen wir aber jetzt gerade nicht, ne? Mhm. Ich bin mit Rot ganz zufrieden eigentlich. Ich mag Blau auch. Das ist schön. Hallo. Oh, schön. Eine Höhle. Du spielst mit Tastatur, ne? Jawohl. Ah, okay. Ich spiele mit Controller. Alter A gedrückt, um höher und weiter zu springen. Ja, du hast mich vergessen. Du musst höher und weiter springen. Höher und weiter? Hui. Hui. Nein. Du kannst in der Luft die Sprungrichtung ändern, okay. Blob. Blob. Okay. Das kann ich. Hopp. Warte. Drücke linkes Steuerkreuz, um Hallo zu sagen. Probiere rechts oben und unten aus, um noch andere Reaktionen hervorzurufen. Hallo! Ah, ich kann klatschen. Was mache ich jetzt hier? Oh. Ich sitze. Also oh, komm, ach, kuscheln. Was? Absolut, ja. So, und jetzt? Also, da war ein Durchgang. Ja, das sollten wir hinkriegen, ne? Moment. Ich bin nass geworden, warte mal. Kannst du jetzt da durch irgendwie? Ich fühle einen Bescheiß her. So, warte mal. Darüber. Hopp. Das ist schon cool. Du kannst von Wänden abspringen. Ja gut, das haben wir eben schon unfreiwillig ausprobiert. Das ist cool, ey. Das bockt richtig. Echt geil. Das, ja, klar. Wenn du an eine Wand springst, kannst du runterrutschen und zu einer beliebigen Zeitpunkt abspringen. Okay. Ich bin da. Wer noch? Hab ich dich jetzt gerade mit runtergerissen? Das kann sein. Ekelhaft Krabben. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu benutzen. Wie bist du eben da hochgeklettert? Ich hab nach oben gedrückt. Und halt meine Taste gedrückt gehalten. Also ich würde ja, ich meine, ich kann ja theoretisch hier auch lassen, aber... Weißt du, weil ich vielleicht, so wie du das eben gemacht hast, weil ich habe auch jetzt nach oben gedrückt und da ist nichts passiert. Du kannst das Lasso benutzen, während du springst. Schnell. Kannst am Garn hin und her schwingen, okay. Hey, jupp. Warte. Hopp. Warte mal, Schwung holen und hopp und rum. Sag ich. Bis ich gleich nicht mehr da bin, weil ich mich komplett aufgewickelt habe. Jetzt versuch mal, dich da hoch zu hangeln. Also bei mir so, wie du es eben gemacht hast. Ja, klar, ich hab die Taste. Ja. So, hallo. Was war das jetzt so? Der Taste S bei mir. Wäre nach unten quasi. Warte mal, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also ich steuere mit dem Steuerkreuz tatsächlich und die Aktionstasten sind Leertaste D, S, A. Ich
kann mich umgucken. Oh. Nee, ich hab mich runtergezogen. Warte mal. Wenn ich jetzt... Jetzt geht grad nochmal da hoch. Und ich versuche mich an dich dran zu hängen. Nee. Ich muss gerade mal gucken, wie das auf dem Controller funktioniert. Einfach nochmal theoretisch, oder? Um durch die Hinweise zu blättern. Also den rechten Bumper, um die Zeitlupe zu deaktivieren. Ah, okay, also ich muss LT gedrückt halten, den linken Trigger und dann in die Richtung, in die ich möchte. Ah, vielleicht war das gerade nicht so nett, ne? Warte mal, schwingen. Oh. Okay. Und wenn ich dich jetzt hochziehe, würde das theoretisch auch funktionieren. Ich bin gerade hochgeklettert, hallo. Okay. Ja, cool. Ups. Ich bin da mal weg. Sieht sehr gekonnt aus. Auf jeden Fall. Bumm. Ah, du kletterst auch gerade hoch, ne? Okay. Jetzt müssen wir nur irgendwie da. Aha. Ich bin an die Wand gesprungen, dann abgesprungen und dann. Okay. Komm hoch. Das ist für. Das ist gleich dann für Anfänger. Au. Ich bin auf die Nase gefallen. Das wackelt ein bisschen. Wollten wir hier runter? Wir wollten auf jeden Fall hier runter. Au. Ja, dann gehen wir eben hier lang. Wenn du mit einem Abschnitt Schwierigkeiten hast, kannst du dir Hilfe holen. Die Hilfefunktion kann im Gameplay-Menü an- oder ausgeschaltet werden. Das Schwingen ist irgendwie... Also ich glaube, mit der Tastatur ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Warte mal, hopp, zurück, vor, wieder in die andere Richtung. Oh Gott, geht es hoch, ey. Nur kein Druck, nur kein Druck. Ganz toll. Mann, ich seh mich gleich gar nicht mehr. Vielleicht solltest du dich da mal mit hochziehen. Dass ich dann mehr sehen kann. Oder du schwingst einfach mal mit. Jetzt geht's da runter. Verdammt. Ja, das hat nicht funktioniert. Wir schaffen das. So, warte mal. Bleib mal da so am Schwingen. Hehe. Coole Kiste, Mann. Weil es sollte immer einer da am Schwingen bleiben und der andere geht dann zum nächsten. Das wäre vielleicht eine Idee. Mama. Weil irgendwie, ich komme gerade irgendwie nicht hin. Warte mal. Warum komme ich jetzt gerade nicht hin? So. Du kannst auch runterklettern, heißt das. Sei ein bisschen länger. Dann schwinge ich jetzt einfach mal. Also entweder schaffst du es rüber zu springen. Oder aber du kletterst einfach wieder hoch. Yeah! Voll gut, Mann. Und top. Ja, ich bin da. Wohl. Profi, ich sag's dir, Profi. Geil. Das war jetzt bestimmt schon das schwerste Level, was wir überhaupt spielen können im ganzen Spiel. Nicht. Ja, cool. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Kaputikowski. Und da geht's wieder bergab. Yeah. Profi-Slide.
um einige Herausforderungen zu meistern, musst du kooperieren. Wow. Allen voran. Alles klar. Warte mal. Okay, ich hänge. Und jetzt, musst du runter und hinterher? Ja. Ach so, das hat schon gereicht. Okay, aber ich glaube hier drüben, ja, hier geht's weiter. Sag zumindest der Leuchtepunkt. Ah, weil du hinten gestanden hast, hast du den Ast oben gehalten. I see, ich verstehe. Du kannst da oben durch den Objekt den durchspringen. Ja, das ist ja praktisch. So. Bleib. Und rutschen. Ah. Ja. So, nehm ich mit. Okay. Ich glaub, schmeißt er mich einfach runter. Glaub's ja nicht. Hallo? Wir müssen nach unten und... Hopp. Ja. Nice. Ja, fast. Ich warte mal, ich helfe dir mal. Das ist so cool, Mann. Drücke X, um einen Befestigungspunkt an einen Knoten zu knüpfen. So, ich habe geknüpft. Und ich habe auch hier geknüpft. Yeah. Cool. Hopp. Tippt man an einer beliebigen Stelle auf B, um den letzten Knoten zu lösen, den dieser Spielercharakter geknüpft hat. Dieser Knoten leuchtet in derselben Farbe wie dein Charakter. Okay. Das kriegen wir hin. LB, um Hinweise zu erhalten. Für jeden Abschnitt gibt es 3 Hinweise. Ah, okay. Ah, jeder Hinweis bietet mehr Informationen als der vorige. Du kannst durch die Hinweise zurückblenden oder auf LB tippen, um sie zu schließen. Du kannst Hilfe im Gameplay-Menü ein- oder ausschalten. Alles klar. Das war quasi jetzt, unser Ziel war es, den Hinweis zu bekommen. Du kannst hin Objekte über Brücken schieben. Ah, warte mal. Achso, du schiebst schon zurück. Okay. Ah, ich komme so weit. Dann mach ich. Ah, das war noch nicht, warte mal. Das muss noch ein bisschen weiter zurück. Achso, ja. Ich war auf deiner Brücke gestanden. So, jetzt sollte das aber gehen. So, Achtung. Eisen fertig. Hallo. Es wackelt. Das muss so sein. Das muss wackeln. So, hopp, hopp, hopp. Yeah. Bergab. Geschafft. Okay, nochmal. Lass das du gerade. Jetzt musst du nur noch drüben nochmal hoch, glaube ich. Dann kann ich. Ja. Ach so. Ah, okay, jetzt bin ich dran. Eieieiei. Jetzt soweit wird es aber kompliziert, hör mal. Du musst ja schon fast mitdenken. Ach so, alles kaputt machen. Und hui! Ich bin Erster. Oh. Kaputt. Der Erste, der sich die Birne aufhaut. Oh, kaputt. Ah, du hast nochmal einen Klatsch bekommen. Halte LT gedrückt, um daran zu klettern. Okay. Ja. Aber ich glaube, wir müssen nach unten, ne? Ja. Warte.
Du hängst da ein bisschen rum. Komm zu mir. Nicht so weit weggehen, ne? Komm, komm, komm. Ich find's so cool, dass du den anderen einfach mitnehmen kannst. Ja. Das ist so stumpf. Blätter, Maxl. Halte das Gar mit LT fest und schwinge unter dem anderen Spielercharakter. Das ist halt... Alter, ist das cool, Mann. So. Hallo, das hast du mich nicht fallen lassen. Du bist ein Assi, ey. Ah, du musst mich aber tatsächlich loslassen, wenn ich wieder oben bin. Oh, warte mal. Hopp, und jetzt lass los. Yay. Okay. Verstehe, verstehe. Im Menü kannst du wählen, ob einer oder beide Spieler LT gedrückt halten müssen, um das Garn und irgendwas bla bla. Ich glaube, ich muss nochmal schwingen, ne? Warte mal, lass mal ein bisschen länger. Ich will mal was probieren gerade. Ja, das kannst du weiter schwingen. Achso, warte mal, ich muss loslassen, oder? Ja. Das war nicht ganz richtig. Ich komme wieder hoch. Leider, du bist nicht ganz hoch, komm, fahr mal runter. Da geh du erstmal noch. Okay, geh du mal ganz hoch. Ganz auf hoch? Das Ding, auf das Ding muss man wieder drauf. Ja, der rutscht runter. Ach, da rutschst du runter? Okay, warte mal. Ich halte mich mal gerade fest an dir. Okay, ja. Das hat noch nicht ganz gelangt. Du kannst am Garn schwingen, wenn es über ein Objekt geschwungen ist. Na, vielleicht sollten wir da mal gucken, wo das geht. So, wenn ich jetzt hier runtergehe. Aber ist es jetzt hier über ein Objekt geschwungen? Weil es fällt ja so ein bisschen durch, ne? Warte mal, vielleicht komme ich da. Ich muss mal hinten runterhängen. Naja, hat auf jeden Fall nicht geklappt. Warte mal, ich komme mal wieder hoch. Okay, also. Na, ich darf nicht auf die Brücke. Hey! du hast mich eingefangen. Warte mal, gib mir mal ein bisschen mehr. Das ist Streit ums Garn. So, hopp. Okay. Ah, dann kannst du vielleicht, aber wenn du es länger machst, ich halte dich mal fest, dann kannst du hinten rum, also kannst du einfach außenrum von unten wieder hochkommen, weißt du, was ich meine? Nicht im Gesicht bremsen. Ja, nicht ganz. Ah. Machen wir ein bisschen länger. Geht nicht länger? Ah, doch, geht doch. Länger. Schwing. Ja, noch ein bisschen. Okay, und jetzt mit Schwung. Jetzt hast du gebremst. Warte. Jetzt doch darum? Okay. Ja. Und hepp. Warte. Ich vergesse, dass ich loslassen muss. So. Warte mal, wenn du jetzt da unten hängst, ne? Warte mal, bleib mal unten. Mach mal hier ein bisschen einen auf Gegengewicht. Ich brauche ein bisschen mehr. Kannst du ein bisschen hoch noch? Also ein bisschen hochkrabbeln, damit ich runter kann. Ah. Warum kann ich nicht weiter runter? Aber wir müssen aber zusammen, ne? Ne, das bringt nichts. Lass mich mal gerade schwingen, nicht nein. Achso, das. Ja, okay, Entschuldigung, das. Ich wusste nicht, was du vorhast. Aber jetzt sind wir ja schon fast Vollprofis da drin. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Achso, ich schwinge. Okay, warte mal. Hallo. Hä?
Ich hab dich. Und noch einmal. So, willst du da wieder hochklettern oder? Komm mal grad rüber. Wie rüber? Schwing dich mal runter. Runter schwingen, okay. So, bleib einfach mal hängen. Und du willst es dann da hochschwingen wieder? Oh. Yeah, cool. Warte, deiner Decker muss noch mit. Kannst du mal ziehen bei dir? Mein Garn ist zu Ende. Danke. Ja, schön. Ich will auch mit dir schmusen. Du musst schwingen. Du kannst dich durchfallen lassen. Brauchst du noch mehr? Dann nehmen wir es mal. Gut. Hab dich. Ja, nochmal. Hab dich. Schön angeklotzt. Du kannst auch an einem anderen Spielercharakter schwingen, wenn dieser klettert. Okay. Ups. Komm mit. Nein, komm du mit. Hallo. Also jeder hat nur so ein bisschen Garn zur Verfügung, ne? Aha. Klettert am Garn nach oben oder nach unten, um die Länge deines Schwungs anzupassen. Aber du musst wahrscheinlich wieder einer oben bleiben, um zu schwingen, ne? Also um festzuhalten. Dann geh du mal runter und lass dich mal... Komm runter. Achso, warte mal. Okay, dann... Ja. Noch hab ich dich. Meinst du, das langt? Was war das jetzt? Da geht's nicht durch. Willst du loslassen oder soll ich loslassen? Ich tausche mal gerade. Ich glaube schon von vorne ein bisschen einfacher. Gut. Lass mal. Na. Springen? Ja. Achso. Au. Au. Wirklich aus Wolle. Wir brauchen genau die richtige Länge. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß wie. Okay. Ich komme mal wieder ein Stückchen hoch. Ah. Ich muss einfach abspringen. Genau. Wenn ich drüben bin, springen. Okay, nee. Mach mal wieder ein bisschen mehr Seil von dir zurück, weil ich kann mein Seil ja auch ein bisschen verlängern. Also zieh mal wieder ein bisschen hoch. Kann ich nicht. Kannst du nicht? So. Halt mal fest. Jetzt habe ich nur noch deins. Was los? Ah, verdammt. Okay, wenn ich da an dem anderen. Wenn ich an dem rechten Stein bin, dann kannst du loslassen. Ja, warte jetzt. Warte schon los. Warte. Jetzt. Ah, perfekt. Ich bin einfach ein bisschen langsamer geschwungen. Dann hat es auch funktioniert. Bauchplatscher, mindestens. Okay. Also ist nicht mehr ganz einfach. Es ist schon mal auch ein bisschen tricky, ne? Du kannst mit Hilfe von L im Wasser schwimmen. Das ist schön. Komm mit, hier ist schön warm. Ja, genau. Oh, Entschuldigung, warte. So. Bei mir ist eine Spinne. Oder irgendwas. Eieiei.
Komm mit. Weißt du, wo es lang geht? Hier hoch. Sollen wir den Eimer rein? Ernsthaft? Da ist das Licht. Vielleicht musst du auch noch mit rein? Ah. Aha. Das Licht hat geholfen. Das ist ein nettes Licht. Jetzt sind wir wieder an der Oberfläche. Und einmal ausgeleert. Hey, unser Eimer haut ab. Hinterher. Da ist er wieder. Also die Treppenstufen hier, die sind nicht kleine Leute freundlich. Nein. Ab wird geladen, der Leuchtturm, indem wir unseren Weg wählen.